Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Susis Kreativwelt. Jo, wie in meinem letzten Video schon angekündigt, war ich heute auch noch im Action und habe ein paar neue Sachen gefunden und ein paar niedliche Sachen und ein paar neue niedliche Sachen und habe mir gedacht, ich zeige es euch mal, ne? Wie immer. Und wir fangen auch gleich an, ich will es nicht lang in die Länge ziehen, genau, weil es ist jetzt doch schon relativ spät und ja, soll ja heute noch was werden, ne? Genau, deswegen fangen wir gleich mal an. Ich habe mal wieder, wie immer, für die jungen Herren der Schöpfung einmal die Mr. Noodles Beef und die Mr. Noodles Chicken. Also mehrfach, ne? Nicht einmal, sondern mehrfach geholt. 43 Cent so eine Dose und wie schon mehrfach gesagt, die stehen da drauf. So, das war das. Jetzt ist die Frage, wo mache ich weiter? Ich mache hier weiter. Dann habe ich hier solche Chocolate Crunchy Salted Corn. Das sind Maiskörner. Ich denke mal, dass die geröstet sind. Oder irgendwie so, ne? Und, wartet mal gerade, ich muss mal ganz kurz was gucken. So, jetzt. Genau. Und die, dachte ich, müsste ich mal probieren. Das könnte ich ja gerade mal machen, ne? Die sind ja nicht so groß. Da kaue ich euch nicht so lange was vor. Wenn ich sie denn aufbekommen würde, tun würde. Yep. Ich brauche die Schere, die habe ich Gott sei Dank hier. So. Mal gespannt. So, gut. So sehen die aus. Sehen aus wie Schokorosinen. Oh, lecker. Oh je. Verdammt. Und Leute, wenn ihr zur Action kommt, holt euch die. Oh. Also diese gerösteten Maiskörner, die haben halt natürlich was von Popcorn. Dann ganz leicht salzig und dann außenrum die Schokolade. Das ist mega geil. Entschuldigung. Aber lecker. Absolute Kaufempfehlung. Holt euch die. Gott, schmecken die gut. Das muss ich ja noch schneller machen, ne? Ah ja. So, dann habe ich, weil ich letztens festgestellt habe, dass ich davon kaum noch was habe, mir nochmal hier von diesen Bändern mitgenommen, also diese Kunststoffbänder. Weil die nutze ich halt unheimlich gerne, um so kleine Einstecktaschen in Alben zu machen. Ne, da kann man schön Text reinmachen und sowas. Und weiß habe ich, glaube ich, gar keine mehr. Rosa nicht mehr viel, wobei das hier so ein Altrosa ist. Aber andere hatten sie nicht. Ja, das hier sind dann zwei farbig, hier weiß, da rosa, genau. Und die Muster sind auch anders, ne? Diese, wo zwei gleiche drin sind, das sind eher so etwas größere Blüten. Und hier, das sind so Rosenranken. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich finde die schön und ich nutze die auch sehr gerne. Ja, das waren die. Wo machen wir weiter? Weil eigentlich geht es jetzt schon fast los mit den neuen Sachen. Also so mega viel ist es gar nicht, was ich habe. Aber, ja, eine Nähbox, ein Nähkästchen. Achso, die Bänder, wartet mal, ich gucke mal gerade nach dem Preis. Preis, Mr. Noodles. Diese Schoko, also diese Maiskörner 1,49. Oh Mann, ey. Warum muss das jetzt wieder ganz unten stehen? Nee, Kästchen, 3,54 Euro. Das mache ich mir noch schön. Ne? Was genau ich damit mache, weiß ich noch nicht. Vielleicht nehme ich euch mit dabei, jetzt in den nächsten Tagen. Ja, genau. Mir wird was einfallen. Auf jeden Fall soll es nicht so bleiben. Ne? Ich kann ja einfach mal das hier abmachen, damit wir mal gucken können, ob das alles auch so funktionsfähig ist. So, hier oben sind zwei Lederschlaufen oder Kunstlederschlaufen. Ziehen wir nach außen. Ja, so mittel. Okay, aber es geht. Ne? Also zumindest mal die kleinen Fächer oben, die funktionieren gut. Also da muss man aufpassen, wenn man damit Farbe hantiert,
dass da diese Holzdinger da, ne, die so beweglich sind, diese Scharniere, dass die damit irgendwie noch nicht mehr funktionieren hinterher. Ja, ich überlege mir was. Ja, aber gut, für 3,54 Euro, ne, ist es okay. Das passt schon. Ja, so für Kleinigkeiten, wie gesagt, da ist das okay. So, dieses. Dann, ich bin heute Abend echt so ein bisschen, dass ich gar nicht so weiß, wo ich weitermachen soll. Okay, nehmen wir die. Leider gab es davon nur diese beiden. Weil, wenn es hier, das sind halt die alten Filme, ja, Cinderella, Dornröschen und Schneewittchen, diese Tags. Und die Motive sind halt einfach so schön. Hier haben wir noch Belle. Können ja mal gucken, ob innen drin noch was anderes ist, aber. Ja, wenn es zum Beispiel Bambi gegeben hätte, ne? Aber wahrscheinlich eher nicht, ne? Okay, das sind immer die gleichen. Das sind immer die gleichen vorne und hinten, ja. Okay. Genau, also es gab die. Und es gab diese hier. Frozen halt, ne? Finde ich aber auch sehr schön. Ja, schwarz-weiß finde ich auch sehr cool. Genau. Diese beiden, wie gesagt, leider nur die. Es gibt bestimmt noch andere, aber bei uns in dem Action hier halt mal nicht. So, dann habe ich das hier gekauft. Achso, die Tags, ich habe es heute wieder mit den Preisen, das ist nichts, aber auch irgendwie, glaube ich, auf einem ein Schildchen drauf, 59 Cent, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, 59 Cent, ganz genau. Muss gucken, wo nochmal. Wartet. Die Spitzendinger, ne, die vom Anfang kosten 76 Cent. Und dann habe ich hier, das gab es auch nur in dieser Ausführung, aber ich fand das so schön, hier dieses Aladdin-Notizbuch oder Tagebuch-Set mit der Jasmin und dem Tiger auf dem, wie das ist, so Plüsch, ne? So, hier ist ein Loch, da kann man fühlen, wie plüschig das ist. Dieser hübsche Stift dabei, das hat 1,49 Euro oder 59 Euro wartet. 1 Euro. Ich habe es gerade gesehen, ne? Ich habe es gerade gesehen, jetzt ist wieder weg. Mann. Oh, ich hasse das, ne? Ich hasse das. Ne, 1,85 Euro, aber ist auch okay. Soll ich es mal rausholen? Aber ich weiß nicht, ob ich es behalte. Aber wahrscheinlich schon. Kann mich auch von Disney-Sachen immer so schwer trennen, ne? Die muss ich ja doch behalten. ich habe eben zu meine Söhne mal so ein bisschen angepiekst. Ich habe ja jetzt übernächste Woche Geburtstag und das wäre ja normalerweise unser Disneyland-Aufenthalt gewesen. Und habe ich dann gesagt, okay, am Montag ist der 18. Freunde und ich wünsche mir zum Geburtstag, dass ihr mir was von der Minnie Mouse Main Attraction Collection schenkt zum Geburtstag. Ich hätte gern die Mini, ich hätte gern die Ohren, ich hätte gern die Pins, ich hätte gern den Rucksack. Also am Montagmorgen um 9 Uhr müsst ihr da parat sein und der Mama was zum Geburtstag bestellen. Ich bin mal gespannt, ob das was wird. Ich habe halt gleich gesagt, wenn ihr das nicht macht, dann sagt ihr bitte Bescheid, damit ich mir wenigstens die Mini bestellen kann, weil die brauche ich ja jetzt, ne? Jetzt habe ich 3, jetzt will ich die restlichen auch noch haben. Ja, genau. So, jetzt haben wir das ganze Ding hier ausgepackt. Das ist echt ganz süß. Hier ist ein Schloss dabei und Schlüssel dabei. Und innen drin, oh, guck mal, innen drin ist das auch noch schön. Die Jasmin auf jedem Blatt. Das ist niedlich. Ja, das ist doch echt putzig. Für 1,85 Euro. So, machen wir das Schloss dran. So drücken. Schlüssel rein, damit er nicht wegkommt. So. Gut, jetzt der Stift ist jetzt, ne? Okay. Muss man nicht haben, ne? Will nicht drin bleiben. So, machen wir so. Okay.
das. Ja, ihr merkt, irgendwie bin ich so ein bisschen, bin ein bisschen durch den Wind. Ja. Gut, aber passt schon. So, dann habe ich hier diese LOL-Pins. Die habe ich mir geholt, weil ich es eigentlich ganz süß finde, wenn man, ihr habt vielleicht mein Navy You gesehen, wo ich euch gezeigt habe, was ich so gemacht habe. Und wenn man an so ein Täschchen oder an so ein Utensil oben an den Rand so ein Pin macht, das finde ich eigentlich ganz süß. Und dafür habe ich mir die geholt. Die haben gekostet LOL 89 Cent. Ich finde, das geht. Ne? Und ja, die hier gefallen mir am besten. Ich habe jetzt auch nur diese drei Motive hier gefunden, andere nicht. Ja, diese. Dann gab es hier so neue DIY Mix and Match Jewelry Sets. Ich habe mal eins mitgeholt, weil ich gucken wollte, ob das hier wirklich so Glaskabos sind oder ob das einfach nur so Plastik. Ich vermute, dass es einfach nur so Plastikteile sind, die man da drauf klebt. Das Set hat gekostet 1,49 Euro. Ach nee, Leute, es ist noch nicht mal das. Das sind einfach nur popelige Aufkleber. Ernsthaft jetzt? Okay, aber dann so. Okay, das sind Glas. Nee, das sind Kunststoffteile für oben drauf. Ja. Ja, aber gut, für 1,49 Euro ist es okay. Ich mache sie mal irgendwann die Tage und dann zeige ich euch, dass hier ist jetzt, dieses Set ist so Gold, Rosé-Gold. Ja, da sind dann so Haarspangen dabei oder Clips, kann man auch irgendwo schön dran klippen. Dann Kettenanhänger, Ohrringe. Jo. Genau. Das haben wir dabei. Dann ist hier noch die Kette und hier so ein eine Kordel und dann halt diese Aufkleber hier. Genau, kleine für die Ohrringe und große, also Ohrringe und diese Spangen und große für die Kette. Das sind dann die Ohrringe. Ich finde das hier eigentlich ganz hübsch. Mit den mehrfarbigen hier das auch. Ja. Ja. Für 1,49 Euro ist es okay. Es ist jetzt kein so ein Knaller, aber da ist nichts verloren. Das machen wir mal, ne? Und dann gucken wir mal, was wir damit anfangen. Hier. Genau. Also, dieses. Dann gab es neue Bullet Journals. Ich habe jetzt nur mal ganz kurz drauf geguckt und ich wollte da jetzt gerne mit euch zusammen reingucken, weil die heißen nämlich Bullet Journal Scrapbooking. Und die haben halt hier, ne, also das kann man sich alles ausschneiden hier, die Kalender, also diese Wochenplaner, und dann halt verschiedene Dekos hier, die Wochentage, Daten, also Zahlen, so verschiedene Motive. Auch guck mal, die Ballons hier, die sind ja echt schön. Pfeile und ja, alles Mögliche. Also da kann man bedingt kreativ werden, ne? Bedingt deswegen, weil man ja an diese Sachen hier gebunden ist. Hier, das sind eher so fotomäßig. Ja, aber es ist ganz hübsch gemacht. Okay. Auch ganz nett mit dem Fahrrad. Ah, dann geht es dann noch weiter. Okay. Wochenplaner. Oh, das ist hübsch. Die Farben sind schön. Hm. Da ist aber viel drin an solchen Sachen, ne? Ja, also ich schwanke, ne? Also ich schwanke
dazwischen finde ich gut und ich weiß nicht so genau. Ja, was ich ganz niedlich finde, ist halt hier, dass dieses, seht ihr das, dass da Punkte drauf sind? Ja, ne? Dass dieses gepunktete Papier rosa ist mit weißen Punkten. Das, deswegen habe ich das mitgeholt, ne? Weil ich fand das echt hübsch. Ja, hinten geht es dann nochmal weiter, ne? Das sind dann nochmal andere und ganz schön viele Tage, verschiedene Blätter, hier wieder die Wochentage, Congratulations, Wild and Free, ist schön hier mit der Fischschuppengedöns, der Fuchs ist auch toll, die Brille ist cool. Was haben wir denn noch? Da haben wir einen Geburtstagskuchen. Ja, also schlecht ist es nicht. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr die findet. Also also diese alten Bullet Journals, wo wirklich nur die gepunkteten Seiten drin war, das fand ich halt auch toll, weil man konnte es halt komplett so gestalten, wie man wollte. Ich habe da ganz viel drin zentangelt und gedudelt und weiß ich was alles und reingeschrieben und gemalt und das finde ich aber so auch nicht übel. Also ja, also außen gefällt es mir halt nicht so gut, aber ich denke auch, das kann man sich dann noch umgestalten, ne? Ja, ich habe mir dieses mitgeholt und dann noch das hier. Das ist mehr so blütenlastig hier, Obst, also alles mit Erdbeeren. Sehr viel Obst, merke ich gerade. Da aber Pfirsiche. Dann hier so, es sieht aus wie Melonen. Ananas, Banane, also mehr so Südfrüchte, Sommer, Zitrone, Limonade. Okay, also, oh, die Äpfel sind süß. Aber mir hat das andere von den Motiven und den Farben innen besser gefallen, aber außen finde ich das hier schöner. Das Papier ist sehr untypisch jetzt hier innen. Das ist mit so kleinen Kreuzen. Aber das war das Einzige, was noch ging. Die anderen, das waren kleine Karos und ganz große, dicke Karos. Also die fand ich, ging gar nicht, ne? Das finde ich hier, das geht gerade noch so. So, dann haben wir hier hinten noch mehr. Noch mehr Text und Kalender und Notizen und Obst und was weiß ich nicht alles hier. Ja, hier sowas. Nö, kein Problem. Ja, hier. Wartet mal, ich mach mal kurz Pause, ich bin gleich wieder da. So, weiter geht's. Der Mann war kurz da, der geht aber jetzt wieder in seinen Keller. Genau. Der Mann geht in seinen Keller, sagte ich. Ja, hört sich super an, ne? Der wohnt bei uns im Keller. Genau. Ja, da ist sein Shisha, Playsy, Fernseh, Arbeitskeller. So. Ja, der Männerraum halt, ne? Genau. Und da lebt er, Teilzeit lebt er dort, in dem Männerkeller. Teilzeitjob. Genau, Teilzeitjob im Männerkeller. Ja. Genau. Okay, gute Nacht. Ah, klasse, ja. Und wundert euch nicht, ne, dass ihr mir jetzt gute Nacht sagt. Ist halt, wenn sein Sohn da ist und dann schläft er halt mit dem da unten in dem Männerkeller. Genau. Und ich bin hier allein und kann hier tun und lassen, was ich will. Auch mal nicht schlecht. So, wir machen weiter im Text. Also, ja, genau. Hatte ich eben schon gesagt, dass ich das andere von innen her schöner finde. Also, das hier ist wieder so, ja, Geschmackssache halt. Ne? Mir ist das zu bunt. Und dieses ganze Obst, das ist auch nicht so mein Ding. Das ist nicht hässlich, ja, aber es ist nicht so mein Fall. Ich bin ja mehr so pastellig und niedlich und ja.
Aber außen ist es schöner, ne? Guck mal. Außen ist das hier schöner. Egal. So, diese beiden. Es gab noch andere, die haben mir gar nicht gefallen. Und deswegen habe ich nur die beiden mitgenommen. Die haben 2,55 Euro gekostet. Jo. Dann habe ich noch hier solche, ich finde sie extrem schön. Und zwar diese Organza-Beutel, guck mal, mit den Rosen drauf. Einmal hier in diesem Grau. Dann hier die in Weiß. In Blau. In Lila. Und in Rosa. Ich finde die total schön. Es gab leider von Weiß und Grau und Lila nur noch eins. Und von Blau und Rosa habe ich jeweils zwei bekommen. Es sind drei Beutelchen drin in so einer Tüte. Und die kosten 94 Cent. Ja, ist okay. Ja, mir gefallen die sehr, sehr gut. Und da ich ja jetzt morgen daran gehe, der Lupina ihr Päckchen zu packen und das große Paket für die Melli inklusive Geburtstagsgeschenk und, habe ich gedacht, ich hole ein paar mit, damit das auch alles schön wird. Ne? Genau, dann habe ich noch was und der ist nicht für mich, sondern für jemand anders. Und zwar dieser niedliche Geist. Und dieser niedliche Geist, der leuchtet in mehreren Farben. Ich glaube, ihr seht es so, ne? Warte, ich mach mal aus, so sieht man es besser. Cool, oder? Jo, voll niedlich. Ich habe sowas als Alpaka. Und der Geist zieht weiter. Der zieht weiter. Aber eigentlich ist der wirklich süß. Naja. Der hat statt 1,59. Ja, genau, 1,59 gekostet. So, dann gab es für mich neue Shaker-Sticker. Ich habe nicht alle mitgenommen, sondern nur drei Sets. Zum einen hier diese, ich nenne es jetzt mal Dschungeltiere, ne? Ja, hier mit Leopard. Ich komme nicht auf den Namen, Papagei, Orang-Utan, so ein Gazellentier, der Elefant, ja, die fand ich so, okay, geht so, nur da ist überall so Pailletten drin halt, ne? Ja, die, dann noch diese hier, die fand ich schon schöner, ne, so oben hier dieses Boom, so ein bisschen Comic-Graffiti-mäßig. Dann Diamant und eine Erdbeere. Und die sind alle schief, sehe ich gerade. Ganz toll, habe ich nicht aufgepasst. Seht ihr das? Da sitzt der Shaker ganz, ganz schief auf dem Motiv. Na toll. Dann Papagei. Sonnenbrille, Regenbogen. Ja, dieses. Und dann, die haben mir am besten gefallen. Davon war nur einer da. Ja, sind die nicht niedlich. Avocado. Berry Baby. Just Smile. Hier, die Kirschen sind doch süß. Die finde ich auch cool. Die Birne. Ja, die fand ich ganz hübsch, weil sie Gesichter haben halt, ne? Jo, die drei habe ich mitgenommen. Was es sonst noch gab, hat mir halt so gar nicht gefallen. Kann ich auch gar nicht mehr sagen, was es war. War auf jeden Fall nicht schön. So, und die haben gekostet 59 Cent, so ein eins, ne? Das ist okay. Jo, und dann gab es mega süße Schlüsselanhänger Plüschis. Sunkit Plüschis. Guckt mal. Das ist eine Katze, die darf nicht hier bleiben. Die muss wieder umziehen. Also irgendwie hat sie eine sehr dicke Schnauze, diese Katze, aber okay. Ich habe sie trotzdem mitgenommen, weil es halt eine Katze ist, eine schwarze. Und dann hier das süße, mega süße Schweini.
das bleibt bei mir, weil das ist so niedlich. Ein dickes rosa Schweinchen. Und dann noch den hier. Den finde ich auch super süß. Da weiß ich noch nicht, ob der bei mir bleibt oder in eine Verlosung geht oder in ein anderes Paket. Das esse ich noch nicht. Die anderen, die es gab, haben mir nicht gefallen. Die waren alle nicht so schön. Deswegen nur diese drei. Und die haben... Es wird heute nichts mehr hier mit den Preisen. Ne? Ich sag's euch, aber wir sind eh gleich fertig. Gleich sind wir fertig. Schlüsselanhänger. 1,59 Euro haben die gekostet. Ja. Genau. Und dann habe ich nochmal... Warum habe ich die jetzt hier rübergelegt? Ich wollte mir eigentlich ein bisschen Platz machen. So, wartet. Geht sofort weiter. Sofort. So. Da muss ich aufpassen, da habe ich den Schlüssel oben drauf liegen. So, genau. Dann habe ich mir nochmal von den Minions... Nee, warte, ich zeige euch erst. Die Minions zeige ich euch gleich. Ich habe noch eine Kitty. Und zwar, guckt mal, eine Meerjungfrauen-Kitty. Ist die nicht schön? Ich fand die so schön. Deswegen musste ich die mitholen. Ich weiß auch bald nicht mehr, wohin mit meinen Plüschis. Aber ist die nicht wunderschön, dieses Blau? Guckt euch das mal an. Und grün, wie das schimmert, dieser Schwanz. Und ein Einhorn hat sie auch noch. Die ist echt extrem schön. Und die hat auch wie die andere 5,95 Euro gekostet. Und da kann man ja wohl für so eine große Kitty nichts sagen. Ne? Also überhaupt gar nicht kann man da was sagen. Ich lege die mal da oben hin. Jo, und dann kommen wir jetzt zu den Minions. Habe ich wirklich sonst nichts? Nee. Hm, okay. So, die Minions. Wir schauen, was wir haben. So, wartet. Oh, wir haben hier den, ich weiß nicht, wie er heißt. Und ich kann es ja auch nie lesen. Fokus will auch nicht. Nein, der möchte gar nicht. Sorry, ich kann es nicht lesen. Mir fällt auch der Name nicht ein. Ich habe euch ja schon gesagt, die Filme habe ich nicht geguckt, immer nur angefangen und dann war es mir zu nervig und dann habe ich wieder aufgehört. So, hier ist dieses Ding, wo der draufgestellt wird. Das lege ich jetzt einfach mal so dazu. Ich will dicke Minions haben und nicht irgendwelche anderen Figuren aus den Filmen. Ich habe extra gefühlt. Oh, bei dem habe ich scheinbar falsch gefühlt. So, gucken wir mal, was wir da drin haben. Ja, was ist denn los? Okay. Diese ältere, ich würde mal sagen, Dame. Ich kenne die auch nicht. Aber einer von euch kennt sie bestimmt. Oder vielleicht auch alle von euch. Da ist kein, doch, da ist ein Ding zum Aufstellen. Dabei. So. Nummer 2. Ja, wie gesagt, ne, 49 Cent passt schon. Deswegen sind sie ja halt Blind Bags, ne? Damit man die Überraschung hat und vielleicht auch nicht immer das bekommt, was man möchte. Oh, wie niedlich. Die Ziege. Eine kleine Ziege mit einem Horn. Also eine fast Einhornziege. Ja, mein Fokus spinnt doch heute, oder? Okay, dann verabschiedet sich Licht. Okay, wir machen hier keine Experimente. Also, die ist niedlich. Kenne ich auch nicht, aber macht ja nichts. Ne? Da ist jetzt aber kein Aufsteller dabei. Nee, die steht ja auch von alleine. So. Jetzt sehe ich auch, ne, das ist ich unverbesserlich 3. Wusste ich gar nicht, dass es das schon einen dritten Teil gibt. Gibt's den schon? Oder kommt der erst in die Kinos? Oder weiß das jemand? Keine Ahnung. Oh, hey. Hatte ich den nicht das letzte Mal schon? Doch, hatte ich, ne? Ja, und der ist halt echt cool, ne? Aber ich habe ihn schon.
Also wandert der wieder zurück in die Tüte und wird weiterziehen. So, jetzt haben wir noch einen einzigen, und den hätte ich gern. Der ist cool hier, der Hula. Der Hula Hula. Und da ist er. Der ist so cool. Guck mal. Oh, der ist gut. Ich finde den voll cool. Hier noch mit dem Kokosnuss-BH. Hinten ist er gebunden. Und barfuß. Und die Frisur. Ja, klasse. Der ist cool. Voll Lutz-Stitch. Jo. Ja. Das war's. Das war's vom Action von dieser Woche. Genau, ich werde jetzt, wie gesagt, morgen mich erstmal an die Pakete machen und dann ab Sonntag, weiß ich noch nicht, Nähmaschine oder Kästchen oder noch Harzteile verzieren oder. Ich werde es euch immer wissen lassen, wenn ich was gemacht habe oder auch Dinge mit euch zusammentun, weil, wie gesagt, entspannte Zeit, und es kommen jetzt dann in der Zeit auch nochmal mehr Videos von mir. Wenn ihr keines davon verpassen wollt und meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut es jetzt unten rechts. Drückt auch die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr euch mit Minions auskennt, schreibt mir doch mal in die Kommentare, wer das hier so alles ist. Ne? Dieses menschliche Wesen, wie er heißt. Ich weiß, dass er immer dabei ist, der Böse, ne? Aber ich weiß nicht, wie er heißt. Und diese Ziege, ja, vielleicht kann mir jemand Informationen geben. Das wäre sehr freundlich von euch. So, und jetzt gucke ich Let's Dance weiter und wünsche euch einen schönen Abend, ne, und bis zum nächsten Video. Tschüss.